Und zwar, hier ist der Belgier und ich bedanke mich nochmal bei meinem Publikum von die Irmalsu-Kanal, dass ich weiter ermitteln darf. Und jetzt, mit an die Arbeit. Hör mal zu, präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Ich brauche mindestens 6. Nein, 8 für die Tetra Longoise. Ich lasse sie dann in die Hotelküche zubereiten. Das ist keine Bestellung wie im Geschäft, Poirot. Ich muss die verdammten Vögel schießen. Ich habe volles Vertrauen zu Ihrer Schießkunst, Hastings. Na, bereit, mein Bester? Ah, Roger. Mr. Poirot, es hat mich 10 Jahre gekostet, ihn hier aufs Moor zu holen. Ich will nicht, dass er die Jagd verpasst. Ich bin soweit. Verdammt! Monsieur Poirot! Oh, pardon, Madame. Wegen die Knallerei. Wieso sind Sie denn dann mitgekommen? Die Moorhuhn muss frisch gegessen werden, wenn die Gewehrlauf noch raucht, wie wir sagen. Ah, ein Gourmet. Sie sind zu freundlich, Madame Haver. In meiner Heimat bekommt man sehr selten Moorhühner. Wir begnügen uns auch mit der Gelinotte der Auerhahn. Aber es schmeckt etwas föhrig. Föhrig? Ist das nicht der richtige Wort? Föhrig wie der Baumföhre. Oh, föhrig. Ja. Es ist sogar sehr gut. Mal sehen, wie weit Mrs. Middleton mit den Vorbereitungen fürs Essen ist. Sie ist nur vorübergehend bei uns. Monsieur Poirot, würden Sie mir einen Gefallen tun? Madame? Bitte kümmern Sie sich um meinen Cousin Archie. Ich möchte nicht, dass er sich zurückzieht und vor sich hin brütet. Ich versichere Ihnen, niemand brütet in die Gesellschaft von Hercule Poirot, Madame. Im Jagdhaus angekommen. Wo ist Mrs. Middleton? Auf ihrem Zimmer, Ma'am. Sie hat alles vorbereitet und eine Nachricht hinterlassen, dass wir mit dem Decken schon anfangen sollen. Sie ist unmöglich. Und doch, das sieht alles sehr schön aus. Danke, Ma'am. Danke, Ma'am. Ich werde mich einen Moment hinlegen. Meine Ohren tun mir weh. Der Wind da oben ist eisig kalt. Es hat bereits angefangen zu schneien. Die anderen werden in einer halben Stunde hier sein. Nun trifft auch die Jagdgesellschaft ein. Allen voran unser kleiner Belgier, der furchtbar friert. Außerhalb der Jagdsaison sehen Sie ja nach dem Rechten, habe ich gehört. Ja, ich wohne in der Nähe. Die arme Verwandtschaft ist verfügbar. Mir ist das Ganze verdammt peinlich. Was? Hier leben Familien zu 6 in einem Raum. Dieses Haus hier steht 40 Wochen im Jahr leer. Sie kommen nur zur Jagd hierher. Mrs. Middleton, haben Sie meine Frau gesehen? Sie ist auf ihrem Zimmer, Sir. Ihrem Zimmer? Sie hat Ohrenschmerzen, hat man mir gesagt. Verdammt, ihr Platz ist hier. Auf die Tour wird er nicht weit kommen. Nicht bei Zoe. Kommt, holen wir uns noch ein Gläschen Punsch. Gerne, Mr. Pace. Ah, entschuldigen Sie mich. Onkel Harry, das mit deiner Hand tut mir leid. Ich habe nicht vor, als Jäger Karriere zu machen. Es freut mich zu hören. Fragt mich doch dieser Kerl, Bolschewist natürlich, ob ich in meinem wertlosen Leben schon jemals irgendetwas Nützliches gemacht habe. Sicher, habe ich gesagt. Ich habe mir viele Freunde, habe mir viele Feinde und eine Menge Geld gemacht. Was ist, Poirot? Meine Füße fühlen sich an wie Blöcke aus Eis. Meine Lungen sind voll Schießpulver. Ich bin schwerhörig von dieser verdammten Knallerei. Ich bin krank. Mir geht es gar nicht gut, Hastings. Überhaupt nicht. Ich, Au revoir, Monsieur Poirot. Au revoir. Hat mich gefreut. Danke. Ich muss gehen. 6 Kilometer mit dem Rad liegen noch vor mir. Archie verabschiedet sich und Zoe taucht wieder auf. Geht sie wieder besser, Zoe? Oh ja, ich hatte ganz scheußliche Ohrenschmerzen. Jetzt sind sie aber weg. Pass auf dich auf, Archie. Ja. Ja, sicher. Ich mache mich langsam auf den Weg zu meinem Zug nach London. Ich will den um 5 Uhr nehmen. Liebling, nimm doch den um 6.15 Uhr. Warum? Mrs. Middleton muss zu Stoddard runtergehen. Sie bekommt wild von ihm. Ach, nicht doch. Du weißt doch, wie schwierig sie ist. Immer diese verflixten Aushilfen. Was denken die sich eigentlich, diese Vermittlungen? Ellie hat einen Weg von 4 Kilometern und sie hat noch nie gemurrt. Es wäre viel einfacher, wenn du sie mit runternehmen könntest. Dann hätte sie nur den Rückweg. Na gut, na gut. Ich nehme Sie mit. Mrs. Middleton? Joan?
Wollen Sie auch mitfahren? Mr. Havering könnte Sie dann auf dem Weg zu Stoddard abholen. Oh, danke, Ma'am. Zur selben Zeit im HMZ Hotel bei Poirot und Hastings. Wie sieht's aus? Mon Dieu, sehen Sie sich das an. Jeden Augenblick muss ich sterben. Ich werde mich nicht mehr erfreuen können an meine Tetra-Alongroise. Und während unser kleiner Belgier mit einem Schnupfen kämpft, passiert 8 Meilen entfernt im Jagdhaus ein Mord. Und Sie können bestätigen, dass das Mr. Harrington Hayes ist? Ja, Sir. Mrs. Havering ist in einem schrecklichen Zustand. Ich habe ihr etwas gegeben, damit sie einschläft. Ich habe den Mörder reingelassen. Das werde ich mir nie verzeihen. Beschreiben Sie den Mann. Er trug einen großen Mantel. Und er hatte einen Bart, so ein großes, buschiges Ding. Wer ist da? Ich bin's. Kommen Sie rein, Hastings. Ein Mord ist passiert. Ein Mord? Wer? Harrington Pace. In seinem eigenen Jagdhaus. Erschossen mit seinem eigenen Revolver. Mon Dieu. Sie sind doch krank, Poirot. Ja. Ich muss zugeben, ich fühle mich noch schwach. Sie legen sich jetzt wieder ins Bett. Und überlassen das mir. Comment? Die Nachforschungen können Sie mir überlassen. Natürlich halte ich Sie auf dem Laufenden. Ich kenne diese Leute, Poirot. Ich habe schon ein paar Ideen parat. Was sind das für Ideen, Hastings? Tatsächlich zieht es Poirot vor, im Bett zu bleiben und seinen Schnupfen auszukurieren, während Hastings zum Jagdhaus eilt. Dort befindet sich schon Inspektor Chapp in Begleitung eines Dorfpolizisten. Sergeant Fergan, örtliche Polizei. Schöne Fahrt, Sir. Soll das ein Witz sein? Nein, Sir. Unser Opfer, war das Vermögen? Oh ja, Sir. Harrington Pace. Er hatte ein Gestüt in New Market. Ein Haus in Belgravia, ein Boot in Monte Carlo. Und wer sind die Erben? Das meiste geht wohl an seinen Neffen, Roger Havering. Und wo ist er? Verbrachte die Nacht in seinem Club in London. Wir haben ihn angerufen. Er kommt mit dem nächsten Zug, Sir. Er wurde von einem Mann erschossen, der an die Tür kam und ihn sprechen wollte. Entkommen ist er dann durch dieses Fenster. Mr. Stoddard, der Wildhüter, hat uns alarmiert. Er erbt auch was, Sir. Er ist der einzig andere Begünstigte. Ah ja? Er bekommt 4.000 Pfund. Das ist eine Menge Geld. Tut mir leid, Sergeant, aber sie ist nicht auf dem Anwesen. Sie ist einfach gegangen. Wer ist gegangen? Die Haushälterin, Mrs. Middleton, die den Mörder reingelassen hat. Sie ist unsere Hauptzeugin. Dann leiten Sie eine Suche ein. Wie viele Männer haben Sie? Männer, Sir? Nur einen, Sir, Jim. Tja, dann werden Sie Ihre Mittel eben optimal einsetzen, nicht wahr? Da Hastings Spürnase nicht gerade berühmt ist, macht sich Jab auf zum HMZ Hotel, um Poirot zu beauftragen, diesen schwierigen Fall zu übernehmen. Ich bin todkrank, wie Sie sehen, aber ich tue mein Bestes, um zu helfen. Ich danke Ihnen. Oh, eines noch, Mr. Havering, wenn Sie gestatten. Ja. Verzeihen Sie aber, wo waren Sie, als Ihr Onkel getötet wurde? Das ist schon geklärt. Roger war unterwegs nach London. Ich habe in meinem Club übernachtet. Ich habe es dort erfahren. Eine furchtbare Geschichte. Sie fuhren mit der Zug nach London? Ja, mit ihm um 6.15 Uhr. Haben Sie in der Zug jemanden getroffen? Nein. Wann sind Sie in Ihre Club eingetroffen? Um 10, vielleicht etwas später. Ich bin von King's Cross gelaufen. Ach, das ist gut. Danke. Hastings. Wir fahren jetzt drauf zum Jagdhaus, Poirot. Ist gut, Hastings. Ich hörte Mrs. Middleton zur Tür gehen und stand auf, um nachzusehen, wer es ist. Es war ein Mann, den ich nicht kannte, also habe ich mich wieder hingesetzt und darauf gewartet, ob Mrs. Middleton ihn ankündigt. Wie hat er ausgesehen? Er war mittelgroß, mit Hut. Und Brille, glaube ich. Aber ich bin nicht sicher. Ein Bart hatte er. Welche Art Bart? Buschig. Er sah aus wie diese Anarchisten, die man auf Kundgebungen sieht. Wissen Sie noch, um wie viel Uhr der Mann kam? Ungefähr 7:15. Bitte erzählen Sie weiter. Nun, Mrs. Middleton klopfte eine Minute später und sagte, der Mann würde seinen Namen nicht nennen und er möchte zu Mr. Pace. Harry ging raus, um nachzusehen, was der Mann wollte.
Einige Minuten später hörten wir dann, wie ein Schuss fiel. Die Haushälterin Mrs. Middleton war hier mit Ihnen im Zimmer? Ja, sie war gerade dabei, die Gläser wegzuräumen. Ist der Mann mit dem Auto gekommen? Ich weiß nicht, ich habe nichts gehört. Hätten Sie ein Auto denn normalerweise gehört? Oh ja. Also wenn er ein Auto hatte, ist er nicht bis vors Haus gefahren. Sie bleiben weiter hier. Ja, Sir. Doktors Hotel, was, in dem Sie wohnen? Gar nicht schlecht. Dann quartiere ich mich da ein. Gibt's da anständige Sandwiches? Sandwiches? Keine Ahnung. Ich sag Ihnen was, ich bin absolut sicher, diese Middleton steckt mit dem Mörder unter einer Decke. Am Abend lässt sie den Kerl ins Haus und am nächsten Morgen ist sie verschwunden. Ja, weil sie als Einzige den Mörder ganz genau gesehen hat. Vielleicht hat sie seine Verkleidung durchschaut. Verkleidung? Welche Verkleidung? Buschiger Bart und eine Brille. Ich vermute, dass sie den Mann hinter der Verkleidung erkannt hat. Mittlerweile bei Poirot auf dem Zimmer. Oh. Herzlichen Dank, Monsieur Enstrasser. Ja, bitte? Ah, Chief Inspector Jeb. Hastings. Das ist Monsieur Enstrasser, eine Mitarbeiter von der Eisenbahngesellschaft. Guten Tag, meine Herren. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich muss wieder zurück. Die Züge fahren nicht von selbst, wie Sie wissen. Ich komme morgen wieder und bringe Brombeert. Ich danke Ihnen vielmals. Oh, und vergessen Sie bitte nicht mein Fahrrad. Natürlich nicht. Mein Fahrrad bedeutet mir sehr viel, müssen Sie wissen. Ich hab's nämlich schon als Junge gehabt. Au revoir. Armer Monsieur Enstrasser. Der Mann ist besessen. Besessen von was? Von seinem Rad? Ja, in die Tat, Chief Inspector. Es wurde gestohlen. Aber sein Besessenheit erstreckt sich auch auf andere Dinge. Er weiß jede einzelne Detail, kennt jede Bewegung von den Zügen, die ihr ein- und ausfahren. Ach ja? Sie haben wohl schon etwas nachgeforscht, nicht wahr? Wie denn, Chief Inspector? Ich bin an die Bett gefesselt. Ich spiele ihr ein wenig mit Fahrpläne herum, das ist alles. Sie sind mir sicher weit voraus. Na ja, wir haben eine Beschreibung des Mörders. Ein Mann von mittlerer Größe, er trug eine Hut und eine Bart, die lang und buschig war. Woher wissen Sie das? So hat Monsieur Enstrasser der Mann beschrieben, der seine Fahrrad gestohlen hat. Es ist äußerst wichtig, dass sie gefunden wird, Hastings. Wichtig, dass was gefunden wird? Die Fahrrad natürlich. Außerdem muss nachgeprüft werden, ob Mr. Archie Havering eine Alibi für die Zeit hat, als Mr. Pace erschossen wurde. Sie mochten Ihren Onkel nicht besonders, nicht wahr? Worauf wollen Sie hinaus? Hören Sie, ich tue es nicht gern. Aber ich muss Sie das leider fragen. Poirot möchte wissen, was Sie gestern Abend gemacht haben, als Ihr Onkel erschossen wurde. Was soll das heißen? Wie kommen Sie auf die Idee, ich könnte einen Mann wie meinen Onkel töten? An sowas würde ich mich doch nicht vergreifen. Er war gemein und selbstsüchtig. Wussten Sie, dass Stoddard der Wildhüter sein Halbbruder ist? Ein uneheliches Kind seines Vaters. Großer Gott. Sein eigener Bruder. Und er behandelt ihn wie Dreck. Wissen Sie, wie er zu seinem Geld gekommen ist? Ich sag's Ihnen. Er hat seinen Geschäftspartner betrogen, in der Grafschaft Mayo. Das Geld hat er dann als Kriegsgewinner vermehrt. Er hat damit auch noch Erfolg gehabt. Die Menschen haben ihm geradezu applaudiert. Raus mit euch! Ein paar Stunden später bei Mr. Havering. Monsieur Havering, Sie sagen, Sie sind um 9 Uhr in London angekommen. Als Zeuge nennen Sie der Portier in Ihren Club, der bestätigt, dass Sie dort um 10 Uhr eingetroffen sind. Sie sagen, Sie haben einen Spaziergang von der Bahnhof zu Ihrem Club gemacht. Merkwürdig ist nur, Sie können uns nicht mal den Weg beschreiben. Keine Straße, kein Gebäude, rein gar nichts. Diese Richtung habe ich überhaupt nicht verfolgt, Poirot. Worauf wollen Sie hinaus? Auf eine Besonderheit von der örtlichen Eisenbahnstrecke. Ein Schleife verbindet Ashby Picard mit der kleinen Bahnhof Ashby Le Walken. Was? Es ist durchaus möglich, dass ein Mann der Zug 6.15 Uhr nimmt und in Ashby Le Walken wieder aussteigt. Mit Hilfe von einem Fahrrad fährt er zu der Jagd aus zurück, verkleidet mit einem Bart und ein breitkrempiger Hut. Erschießt der Mann, die er erschießen will, er steigt in der Zug 7.20 Uhr in Ashby Picard, der ihn schneller als der 6.15 Uhr nach London bringt, nimmt ein Taxi und fährt in der Club. Mein Gott, Sie meinen das ernst? Selbstverständlich meine ich das ernst. Ein Mann wurde getötet und Sie werden verdächtig, sein Mörder zu sein. Ich? Ja, Sie. Sie werden verstehen, Monsieur. Sie müssen uns sagen, was Sie an diesem Abend gemacht haben. Auch diese Spur führt ins Leere. Sollte Miss Middleton, die so spurlos verschwand, Licht ins Dunkel bringen? Zumindest hat sie Jeb ausfindig gemacht.
Die Anweisungen der Agentur waren, fahren Sie nach Ashby Pickard mit dem Zug, dort werden Sie abgeholt. Es hieß, ich sollte für einen Monat dort arbeiten. Also fuhr ich hin. Und dann wurde ich von einer sehr netten irischen Dame abgeholt. Irisch? Sind Sie sicher? Oh ja. Sie sagte, sie wäre Mrs. Pace. Und dass es zu ihrem Bedauern ein peinliches Durcheinander gegeben hätte. Ein Durcheinander? Ja, dass dieses Jahr die Jagd ausfallen würde und sie deshalb keine Haushälterin bräuchte. Wie dem auch sei, sie sagte, sie wäre froh, wenn ich der Agentur nichts erzählen würde, weil sie nicht will, dass sie auf die Agentur einen unzuverlässigen Eindruck macht. Verstehen Sie? Sie war sehr großzügig. Sie hat mir als Entschädigung 2 Monatsgehälter angeboten. Naja, die Sache ist doch ziemlich klar. Wir müssen als erstes die Frau finden, die vorgab, Mrs. Middleton zu sein. Einverstanden? Ich glaube, es wäre wichtiger, die Fahrrad von Monsieur Anstruther zu finden. Warum, Poirot? Weil es gestohlen wurde, um der Mörder zu die Jagd auszutransportieren. Wieso ist es verschwunden? Sir? Sir! Was ist, Morgan? Es ist Mr. Havering, Sir. Er möchte Sie sprechen. Ich sage Ihnen, wo ich war, wenn Sie meiner Frau nichts davon erzählen. Na, wenn es nicht unbedingt sein muss, nur Versprechungen mache ich keine. Also gut, ich war bei Lord Quarmby. Lord Quarmby? Der von der Rennbahn? Ja, er ist der Vorsitzende der Buchmachervereinigung. Ich wollte, dass er mich vom Haken lässt. Ich habe ihn um Aufschub für meine Wettschulden gebeten. Warum haben Sie uns das nicht gleich erzählt? Vor ein paar Monaten habe ich meiner Frau Zoe versprochen, nie wieder auf Pferde zu setzen. Und wird Lord Quarmby auch bestätigen, dass Sie bei ihm waren? Natürlich wird er das. Sagen Sie, Mademoiselle Joan, in der Nacht von dem Mord, wann sahen Sie das zum letzten Mal Madame Middleton? Sie ist im Wagen von Mr. Havering gesessen, als er mich zu Hause abgesetzt hat. Er war auf dem Weg zum Bahnhof. Und er wollte sie bei Mr. Stoddart rauslassen. Mr. Stoddart, der Wildhüter? Ja, Sir. Ah ja, natürlich. Monsieur Stoddart, Sie beide wollen eines Tages heiraten, nicht wahr? Niemand sollte davon erfahren, Sir. Ich verstehe. Erzählen Sie mir etwas über Madame Middleton. Oh, sie war sehr streng. Sie hat überall Zettel hingelegt mit Anweisungen und Maßregelungen. Mr. Stoddart konnte sie nicht leiden. Sie waren recht kurz angebunden miteinander. Hat Madame Middleton je mit Ihnen über sich gesprochen? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass sie aus Irland ist. Aus Mayo, glaube ich. Aber sonst war nichts aus ihr rauszukriegen. Hey, Mademoiselle Joan. Dieser Küchenschürze. Oh, die gehört Mrs. Middleton, Sir. Bon. Danke, das war's schon. Also, als Harrington Pace noch in Irland lebte, betrog er seinen Partner und ruinierte ihn. Dann taucht diese mysteriöse Frau auf, die ebenfalls aus Mayo stammt, und nimmt den Platz von Mrs. Middleton ein. Wahrscheinlich ist sie mit diesem ruinierten Partner verwandt. Sie öffnet ihrem Komplizen die Tür, dem Mann mit dem buschigen Bart. Der tötet Pace. Und dann verschwinden die beiden. Gut kombiniert, mon ami. So muss sich alles ereignet haben. In die Nacht, als der Mord geschah, ist Madame Middleton ihr vorbeigekommen, um sich Wind abzuholen. Richtig? Nein. Sie haben zwar recht. Ich habe sie erwartet. Aber sie ist nicht gekommen. Ich habe sie erst später gesehen, als sie den Weg runtergerannt kam, um mir von den Schüssen zu erzählen. Chief Inspector, es gibt doch in die Jagd aus ein Telefon, oder nicht? Ja, da ist eins. Warum hat dann Madame Middleton nicht selbst der Polizei angerufen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber sie hat es mir später erklärt. Mrs. Havering hat durch den Schock einen hysterischen Anfall bekommen. Und sie wollte sie ins Bett bringen, bevor die Polizei kam. Und deshalb ist sie zu mir gekommen. Ah ja, sie musste ja allein sein in der Aus. Ja, natürlich, natürlich. Jetzt arbeiten die kleinen grauen Zellen auf Hochtouren. Monsieur Harrington Pace war keine liebenswerte Mann. Er benutzte sein Geld, um seine Freunde und seine Familie zu beherrschen. Seine Altbruder, Monsieur Stoddart, stellte er als Wildhüter ein. Aber er weigerte sich, ihm 300 Pfund zu leihen, damit er sich eine auskaufen und sich verheiraten kann. Sein Neffe, Monsieur Archie Havering,
benutzte er als billige Ausverwalter. Er bezahlte ihn nicht mit Geld, sondern mit Erbversprechungen. Seine andere Neffe, Monsieur Roger Havering, musste auch nach seinem Pfeife tanzen, mit der Hoffnung, einmal ein Vermögen zu erben. Ich denke, das sind alles Motive für einen Mord. Despa? Jetzt gehen Sie zu weit, Poirot. Entschuldigen Sie, Monsieur Roger, das sind keine Anschuldigungen, sondern nur Vermutungen. Aus der bärtige Mann wurde wieder Madame Middleton. Mrs. Middleton war der bärtige Mann? Aber ja, Hastings. Wir haben nur die Aussage von Madame Middleton, die behauptet, dass eine bärtige Mann an dieser Abend in die auskam. Aber sie hat gelogen. Nein, ich habe ihn auch gesehen. Madame Havering, können wir das einen Moment zurückstellen? Das sage ich die ganze Zeit. Wir müssen diese Mrs. Middleton finden. Dann machen Sie sich auf die Suche, damit das hier endlich ein Ende hat. Denn bisher haben Sie nichts getan als impertinente Fragen gestellt und respektable Leute wie einen Haufen Krimineller behandelt. Bitte, Monsieur Roger, nur nicht so voreilig. Wir wissen zwar, dass Sie den Mord nicht begangen haben, aber viele Dinge sind noch unklar. Diese Verbrechen war von höchst außergewöhnlicher Gewagtheit. Es musste ablaufen wie ein Uhrwerk. Alle Gäste hatten das Haus verlassen, Mademoiselle Ellie war bereits nach Hause gegangen und Monsieur Havering hat sich bereit erklärt, Mademoiselle Joan in seinen Wagen mitzunehmen. Nachdem er Mademoiselle Joan zu Hause abgesetzt hatte, wollte er Madame Middleton zu der Haus von Mr. Stoddard bringen, wo sie Wild abholen sollte. Aber natürlich ist sie nie angekommen. Eine seltsame Veränderung ging mit ihr vor. Es war wichtig für den Plan, dass man einen verdächtigen Mann an der nächsten Station aus der Zug aussteigen sieht, die man für Roger Havering halten könnte, verkleidet mit Bart. Wieso sollte ich so töricht sein und mich selbst belasten? Weil Sie ganz genau wussten, dass Ihre Alibi unantastbar ist. Sie waren tatsächlich bei Lord Quornby. Doch das haben Sie uns gegenüber aus gutem Grund geheim gehalten. Denn wenn Sie erst einmal gezwungen waren, Ihre Alibi preiszugeben, war es höchst unwahrscheinlich, dass der Polizei Sie ein zweites Mal verdächtigen würde. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Nein, nein, das glaube ich nicht, Monsieur Havering. Sehen Sie, während Sie mit der Zug nach London gefahren sind, ist Madame Middleton zu Fuß in der Jagd aus zurückgegangen. Ihr Onkel war ein sehr reicher Mann und eines Tages würden Sie sein Vermögen erben. Aber Ihre Spielschulden wuchsen Ihnen über den Kopf und Monsieur Pace weigerte sich, Sie freizukaufen. Sie mussten sich dringend Geld beschaffen und zwar gleich. Es gibt keine Beweise. Das sind alles Unterstellungen. Wir sehen uns vor Gericht wieder, Monsieur Poirot. Und wer ist diese Mrs. Middleton, deren Komplize ich bin und die Sie nicht finden können? Weil Sie unfähig sind, beschuldigen Sie uns. Sie glauben, Hercule Poirot ist nicht in die Lage, diese mysteriöse Mrs. Middleton zu finden? Hercule Poirot kennt einen Trick. Und wie durch Zauberhand wird Madame Middleton in unserer Mitte erscheinen. Zoe hat nichts zu tun mit dieser Mrs. Middleton. Ganz im Gegenteil, Monsieur Archie. Madame Havering hatte ein sehr enges Verhältnis zu der Hausälteren Madame Middleton. Das Eigenartige daran ist nur, sie wurden kein einziges Mal zusammen gesehen. Diese Hausälteren wurde erst kürzlich und nur vorübergehend aus Anlass von einem Familienaufenthalt in der Jagdhaus eingestellt. Ihre Anweisungen für die Bediensteten schrieb sie auf kleine Zettel. Ansonsten hielt sie sich bedeckt. Wenn die Dame des Hauses anwesend war, war die Hausälterin abwesend. Wenn die Hausälterin unten war, war die Dame des Hauses auf ihr Zimmer. Weil Sie es waren, Madame Zoe Havering, die zusammen mit ihrem Mann dieser geniale Mord planten und ausführten. Sie töteten ihn, weil sie ihn hassten und nicht mal sicher sein konnten, ob er sie nicht eines Tages vielleicht enterbt. Darf ich Sie beide jetzt bitten, mich zur Polizeistation zu begleiten? Wie können Sie es wagen, meine Frau zu beschuldigen? Ich werde nicht zulassen. Halt deine Klappe, Roger! Warum musste sie das Fahrrad vergraben? Sie konnte es nicht herumliegen lassen, Hastings. Dann hätten wir es gefunden und Monsieur Anstruther hätte es identifiziert als seine Fahrrad, das ihm an die Bahnhof gestohlen wurde. Dann hätten wir gewusst, dass der Mörder noch immer in die Nähe von der Jagd aus ist. Ah, Tag, Mr. Poirot. Monsieur Anstruther? Der Bombeertee hat also geholfen. Ja, in die Tat, Monsieur. Und mit einem kräftigen Atschü verabschiedete sich Poirot, bestieg den Wagen und freute sich schon auf die große Stadt London, in der er sich weitaus sicherer fühlte als auf dem Land. Hör mal zu, präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe.